Ja, hallo, liebe Brennstofffreunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen Victorio. Guckt euch an, wie der hier bringt. Okay, ich hab's korrigiert, Leute. Ich habe meinen Fehler erkannt und habe ihn korrigiert. So, ich habe jetzt quasi hier alles nochmal umgebaut. Sprich, das ganze Zeug, was wir hier herstellen, das geht dann hier hin. Und hier kann ich eigentlich mal abhacken, weil das eine Nuss ist. Und das wird dann hier umgewandelt in hier diese aufgeladenes FC. Oder? Nee, das ist ja nicht aufgeladenes FC. Das ist dann noch was anderes. Und zwar ist das, das heißt, aufgeladenes FC. Doch, da geht das hin. Dann geht das hier lang, dann geht das hier runter. Dann geht das hier zur Seite, geht hier mit den UC, hier mit den UC4 geht das dann zusammen. Geht dann hier hin. Und hier entwickeln wir endlich Brennstoffzellen von Allianz. Wir haben schon 21 Brennstoffzellen in einer Anbieterkiste. Oh yeah. So, sind wir natürlich ein bisschen tiefer runter, aber wir könnten theoretisch jetzt hier noch weiterbauen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir irgendwann noch mehr von dem Yooki-Zeug. Man kann nie wissen. So, gleichzeitig wurde hier drüben auch schon wieder angegriffen. Wie man sieht, zwei Objekte benötigen Material, um erbaut zu werden. Jedes Mal wird da hinten dieser Greifarm niedergestreckt. Das heißt für mich, ich guck mal, ob ich noch ein paar Yooki-Türme auftreiben kann. Ach shit, ich wollte ja eigentlich das Inventar leer räumen. Sauber machen. Naja, müssen wir eine Folge jetzt doch noch so hinkriegen. Also, Türme habe ich ja hier hinten irgendwo hergestellt. Hier. Da hat man ja immer noch genug. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt hier keine MG-Türme mehr kriegen, weil ich das ja von hier oben... Ne, doch, die gehen hier überall rein. Doch, wir haben ja alles. Alles, was wir brauchen, ist da. Sehr schön. Dann baut man neue Yooki-Türme. Und ich baue jetzt da hinten nochmal ein paar Waffen, denn da hinten greifen die wirklich sehr oft an. Und ich würde gerne, irgendwo wir stellen ja, glaube ich, für die Forschungswissenschaftspakete, stellen wir doch eigentlich Dings her. Greifarme. Und diese Greifarme werde ich mal in eine Anbieterkiste packen, damit die Bauroboter, wenn hier mal ein Knickarm fehlt, hier zum Beispiel, der fehlt anscheinend immer, hier wird aber auch nicht repariert, da müssen wir echt nochmal schauen. Hier ist eine Lampe, die im Arsch ist. Okay, das heißt, hier auf jeden Fall mehr Türme. Kann nicht schaden, würde ich sagen. Hier ein paar Türme hinzubauen. Ich glaube, so kann ich hier auf jeden Fall was machen. Dann setze ich hier nochmal einen hin. So. Klack, klack. Ich brauche mehr Knickis. So, und dann hier vielleicht noch, was ein bisschen doof ist, aber passt. Und der kriegt bestimmt auch noch was ab. Okay. Obolus ein paar mehr. Okay, den Strom werde ich gleich wieder hinsetzen. Und zwar einfach mal ganz konkret hier hinten hin. Perfekt. Den werde ich auch ersetzen. Zumindest ein bisschen weiter hinter. Einfach damit das alles ein bisschen besser läuft. Der hat auch keinen Strom. Okay. So, du hast keinen Knickarm. Und jetzt brauche ich noch ja, ein paar. Klick, einfach mal 5 herstellen. Oh yeah, die kriegen alle die bessere Yooki-Munition. Das wird richtig cool. Und dann wird hier endlich, hoffentlich, endlich mal, ich sag mal, das Maul gehalten hier. Wird nämlich immer rumgeblägt, dass hier was kaputt geht. Und hier unten, hier fehlt auch schon wieder ein Knickarm. Ich glaube, hier baue ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr an Waffen hin. So. Muni, mir fehlt schon wieder ein Knickarm. Da oben wurde schon wieder geballert oder neben mir. Ich weiß gerade gar nicht. Hier unten irgendwo. Oh, ach du Scheiße. Alter, guckt euch das mal an hier. Oh mein Gott. Alter, was ist da los? Und der, Alter. Ja, ich kann das Wort Alter sehr oft sagen. Alter. Leckere Eiter. Alter. Okay. Puh. Ja, da ist ordentlich was zusammengekommen. Hier liegen auch ein paar Leichen rum gerade. Das ist die jüngste Jagderfolg, den wir gemacht haben. Der liegt da noch rum. Okay, hier haben sie auch mal versucht durchzukommen. Oder kommen sie anscheinend nicht so weit. Wow. Oh mein Gott. Ich glaube, unsere Anlage reicht dafür gar nicht aus, um das alles zu schlachten. Okay, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Verteidigung, das ist gut. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir die Zellen auch da hochbekommen. Und ich würde gerne meine Baumfarm wieder anschließen, damit das wieder läuft.
Okay, aber hier, das ist schon mal sehr cool. Also ich finde es ganz gut, dass man erste Erfahrungen zu sammeln, wie das hier so funktioniert. Also das hier konnte ich gerade sehr schnell aufbauen, offscreen, wenn man nicht so viel labert nebenbei. Da ging das richtig gut. Was ist denn mit den grünen Brocken hier? Ja, wir haben keine grünen Brocken mehr. Was ist denn da los? Hier unten? Oha, hier sind... Oh, da sind Alien-Leichen draufgekommen. Eieiei. Da sind schon wieder welche. Oh, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Ach, Leute, ich muss nochmal hinterrennen. Wir werden hier einfach mal so lange Untergrundbelts reinbauen. Da passiert das dann hoffentlich nicht mehr. Das dann zufällig hier quasi. Da baue ich einfach hier mal einen hin. Ungefähr so. Ja, der ist dann sinnlos. Ich gehe hier unten raus, das geht auch. Hier sind sogar Alien-Leichen wieder mal. So. Und das Ding baue ich ab. Baue ich ab. So, gut, es kann natürlich sein, dass hier mal welche sterben, aber ich glaube, das ist ein bisschen gering. Okay, es geht nur bis dahin, aber okay. Scheint noch zu funktionieren. Das stecke ich dann einfach per Hand unten rein. So. Easy, würde ich sagen. Easy. So, dann hier ein paar Fließbänder noch bauen. Ist ja kein Ding. Kommt weg und perfekt. Haben wir das auch schnell gelöst. Ich meine, so eine Kleinigkeiten müssen gemacht werden. Und ich habe, ach stimmt, ich habe noch was gesehen. Und da habt ihr mich bestimmt schon in den Kommentaren, ihr habt mich bestimmt schon teilweise umgebracht in den Kommentaren. Wie kann der Enoob sowas übersehen? Wo sind denn die grünen und diese ganzen Brocken jetzt hier? Bin ich blind? Ja, natürlich bin ich blind. Ich bin immer blind. Aber wo sind die Brocken? Hä, wo sind die Brocken? Da, na endlich. Alter Falter. Okay. Und du kriegst auch noch Brocken. Boah, dass ich das jetzt übersehen habe. Und ich kann auch gleich, wenn ich schon mal hier bin, die hier reinmachen. Habe ich noch solche komischen Dinger da einstecken? Ja, die und die Unicom 2. Na gut, Unicom 2 stellen wir, glaube ich, nicht her. Wir stellen bloß die 4 her. Okay, aber die hier. Die habe ich noch einstecken. Okay. So, jetzt reicht's aber. Ja, genau, hier. Dafür habt ihr mich bestimmt getötet. Hier. Ja, ich habe ganz vergessen, die sind auf der Seite, ja. Und die knicken ja hier oben um und dann sind sie auf der anderen Seite. Da, wo sie nicht sein sollten. Da, wo sie sich hier... Wegen der Verbindung. Ja, war jetzt ein bisschen blöd von mir. Das heißt, die müssen tatsächlich woanders lang. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen. Also. Sprich, wir machen das einfach so. Wir biegen jetzt hier ab. Gehen nach oben. War ein bisschen blöd. Ach komm, Tenchi. Es geht so, ja, meine ich. So. Dann sind wir auf der anderen Seite. Ja, dann können wir eigentlich theoretisch direkt wieder so machen. Okay, dann sind wir nämlich auf der Seite. Auf der richtigen Seite quasi, weil wenn jetzt kriegt, dann knickt das hier um. Knick, knick, knick. Perfekt. Passt auch wieder. So, jetzt möchte ich mein Holz anstecken und ich würde gerne diese krassen Brennstoffzellen anfordern. Und wir möchten hier oben mal schauen. Ja, die Fläschchen bleiben jetzt natürlich aus, weil die Knickarme fehlen. Und die fehlen, weil wir kein Holz hier haben. Und ohne Holz klappt das hier nicht, wie man sieht. So, ich möchte gerne noch was... Soll ich mir eine Anforderungskiste und eine Anbieterkiste würde ich gerne noch bauen. Hier. Hier hinten würde ich gerne eine Anbieterkiste bauen, die auch quasi aus den normalen Knickarmen, das sind doch die normalen, nee, sind das die normalen? Greifarme, genau. Aus den normalen Greifarmen sollen sie anbieten, damit wir Greifarme auch. Oh, du Idiot. Das muss ein intelligenter sein. Aber ich habe ja noch Haufen einstecken. So, bitte nur Greifarme. Oh Gott, das hier, das ist der normale. Oh, das ist auch gleich schnell wie Sau. Ein Stack ist dann schnell voll. Okay, also wir brauchen wieder Holz. Wie man sieht, die Bäume sind voll hier, die Kroketten sind... Kroketten. Ich meine natürlich, die Briketts sind voll.
Das sieht auch super aus mit dem, mit den Samen. Die sind auch super, mega voll. Das heißt, wir könnten tatsächlich hier mal wieder umknicken, damit das Holz auch mal woanders hinkommt. So, und dann werden wir uns hier unten darum kümmern, dass hier mal die Alien-Zeug kommt. Wir haben jetzt so viel Holz übrig. Wir schauen mal kurz hier rein. Oh ja. So, und irgendwann wird das hier voll sein. Dann würde ich gerne das Zeug dann hier mit reinmachen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir das machen könnten. Wir könnten vielleicht hier so rausgehen und dann da rein. Machen wir erstmal die Alien-Sachen. Mal hier. Oh, schön. Alter, die sind eine Vollauslast, ne? Die sind Vollauslast. Es ist aber auch Tag, Nacht gewesen. Jetzt wird gerade wieder Tag. Okay, so. Wie könnte man die Brennstoffzellen hier? Ich glaube, ich könnte eigentlich hier quasi einfach nur die eine Kiste weglassen. Dann eine... Okay, perfekt. Wir sind sogar im Lieferbereich. Und du forderst jetzt einfach die Alien-Brennstoffzellen an. Tada! So viel wie möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpassen. Machen wir mal 2K. Forder einfach an, bis es nicht mehr geht, mein Freund. So, da kommen sie auch schon geflogen. Da kommt gleich übelst viel gleich an. Krass. So, und dann würde ich die, glaube ich, per Hand hier reintun, damit die erstmal nichts mehr klauen. So. Klack. Drrrt. Alter. Ist das nice. Jetzt nehme ich die, gehe rein und setze die einfach da rein. So. Und guckt mal, wie... Oh, ist das nicht niedlich? Oh, ist das niedlich? So. Perfekt, würde ich sagen. Okay, und die hier werden jetzt einfach nur stagnieren. Die werden wahnsinnig krass stagnieren, weil die nicht mehr verbraucht werden. So, das heißt für uns, wir können hier dann wirklich dran mal arbeiten. Normales Fließband, unterirdisches Fließband sollte eigentlich hier durchpassen, nehme ich an. Jopp. Okay, perfekt. Schließe ich das jetzt einfach hier an. Ach, oder auch nicht, weil wir nicht genug Fließbänder haben. Sehr schön. Okay. Ja, ist ein bisschen blöd, dass sie dann auf die Seite kommen. Oder wir machen es einfach ganz altmodisch. So. Dann kommen die überall hin. Ich finde es legitim, dass das so gemacht wird. Ich finde es legitim. Die können sich ja trotzdem dann was schnappen. Wenn mal Apple ist von Alien-Artefakten da unten, dann können die hier ein bisschen eingreifen. Und die bauen dann einfach hier ein bisschen noch. Ich glaube, das ist alles legitim und funktioniert auch so. Ah, okay. Hui, wie sieht's aus hier? 96 immer noch? Alter, es geht ganz schön langsam weg. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wir könnten mal versuchen, diese Maschinerie da anzusetzen. Ich würde die trotzdem gern so lassen, weil dann kann man nämlich hier umknicken. Na, ich habe bloß ein Steinrohr. Ja, dann kann man nämlich da unten auch noch eine hinsetzen, wenn man das gern möchte. Was hatten die an? Das sieht man ja nicht. Das Ding soll einen Haufen Umweltbeschmutzung machen. 125, das ist gar nicht schön. Die Dinger machen bestimmt auch einen Haufen. Oder ich ersetze einfach mal eine von der Anlagen hier. Testen wir mal. Mal eine ersetzen. Da. Alter Falter. Bam. Leistung gar nichts. Was? Temperatur 100, 100, 100. Braucht der die Leistung nicht oder was? Es ist ein Generator S. Ein Sekundärgenerator, sehe ich das richtig? Geht er deswegen nicht an? Es gibt ja nur S. Gibt ja gar keine anderen davon. Und doch, hier hinten ist noch... Nee. Hä? Okay, es verwirrt mich... Ja, es verwirrt mich nicht direkt. Wir haben ja noch einen Haufen Solarpanels. Aber die reichen gar nicht so richtig. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier abmache? Geht der dann mal an? Hä, aber das letzte Mal ging der doch auch. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, warum das nicht funktioniert.
Keine Ahnung. Brauchen wir mehr Wasser? Hm. So, Wasser könnten wir auf jeden Fall sowieso mehr gebrauchen. Leider passt hier durch das Rohr nicht mehr viel durch. Ne, das wird gerade zurückgepumpt sogar. Okay. Hm. Was macht man da? Oh, jetzt, oh, krass. Alter, guck mal, wie schnell wir das Zeug produzieren. Da waren vorhin, war da nichts mehr drin. Und hier waren 96 drin. Das eine ist noch nicht mal weg. Aber warum geht das Ding nicht an? Vielleicht nachts. Da müssen wir dann mal schauen, ob das Ding nachts angeht. Ich hoffe es mal. Ich finde das nämlich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Dass das nicht angeht. Ja, da steht ja auch S, ne? Als ob das ein Sekundärgenerator wäre. Das ist halt ein ganz normaler hier. Wobei die Leistung auch nicht verbraucht wird, weil die Solarzellen einfach da sind. Für Energieerzeugung. Guckt mal, was wir für Energieerzeugung hätten. Das ist bestimmt wegen dem Riesending hier. Wir werden sehen, was passiert, wenn es Nacht wird. Ich kann ja mal kurz gucken. Alter, guckt mal, wie lange ich schon gespielt habe. 24 Stunden sind wir jetzt schon in diesem, bin ich jetzt in dem Safe Game drin. Wie sieht's aus? Sind eigentlich die Akkus voll? Die Akkus sind voll, okay. Ah, jetzt geht er an. Jetzt geht er an. Vor allem, der hat auch schon 6. Und der kommt... Der soll eigentlich 14 machen, ne? Und der soll... Der hat dann irgendwie Maximalleistung mit seinen 6. 6, 7 macht der, okay. Und jetzt... jetzt ist er, geht's wieder an. Jetzt dreht er sich bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Wobei das Wasser sehr schwankt. Wie kann man das stabiler bekommen? Wie sieht denn das hier hinten aus mit dem Wasser? Oha, wir haben generell, jetzt haben wir zu wenig Wasser, das ist gut zu wissen. Jetzt haben wir wirklich zu wenig, weil hier sieht man jetzt auch sehr schön. Hier scheint es ja noch voll zu sein oder ein bisschen voll. Hier kann man jetzt tatsächlich noch mehr Pumpen dran kriegen. Nice, gut zu wissen. Das heißt, ich habe hier sogar noch Pumpen. Kriegt man hier sogar noch hin? Was ist denn das? Wobei, das ist eine MK2, das ist gerade mal eine 1er Pumpe, aber egal. Die drücke ich trotzdem mit rein. Okay. Was ist denn hier mit dem Wasser los? Boah. Ich glaube, das liegt einfach daran. Der ist jetzt fast auf volle Leistung. Aber guck mal, die Akkus gehen nicht runter. Also wir haben nachts nicht mehr so viel Probleme. Ja, aber das Wasser. Das gute Wasser. Okay, wir müssen mehr MK2-Pumpen bauen. Oder sogar MK3. Aber MK3 ging, glaube ich, nicht. Da gab es ja irgendein Problem. Ein Problem gab es da. Ich finde die gerade nicht einmal. Sind die unten einfach schon abgeschlossen? Gibt es da keine neueren? Nein, ich sehe die gerade nicht. Die müssen hier irgendwo sein. Irgendein Problem gab es da. Da könnte man nicht weiter forschen. Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ich muss auf die Uhr gucken. Ne, wir haben noch Zeit. Sehr schön. Wasserbohrung, das ist das. Aha. Forschen. Okay, wir forschen trotzdem noch weiter. Das geht also doch. Dann muss ich mal kurz schauen. Wasserpumpen waren, glaube ich, Ditech. Nee. Wo waren die? Hier waren die. MK2. Ah. Da brauche ich Bronze. 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 Wo hatte ich die denn? Wo hatte ich denn Bronze her? Ach, verdammt, ey. Ja, ich mag das immer. Kupfererz, Rare Earth. Okay, haben wir irgendwo. Hier haben wir noch Bauxit, Gold. Ich habe eine Bronzeplatte. Ah, das war ein Mischofen. Das war ein Mischofen-Ding. Bobs Materialien, Kupfer. Bronze war Kupferplatte und Zinnplatten. Kupfer. Zinnplatten haben wir aber keinen Kupfer mehr. Ist doch Kupfer hier, oder? So, Entschuldigung. Dann habe ich noch den Metallmischofen gehabt. Der kommt dahin. So, du machst uns Bronzeplatten. So, und... Wo haben wir es denn? Nee, wo waren die denn gerade? Da. Wir brauchen noch Brennstoff. Wir haben noch Holz einstecken. Und dann machen wir uns mal ein paar, mein Freund. So, hier das Holz sieht echt gut aus. Hier stagniert es sogar gerade. Das finde ich sehr schön.
Okay, also Holzprobleme sollten wir in Zukunft erstmal keine mehr haben. So, das passt. Perfekt. Und das Ding hier, naja, es schwankt tierisch hin und her, weil einfach das Wasser fehlt. Krass, wir müssen richtig viel Wasser durchpumpen. Nice, gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich. Leute, ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber Nutzwasserpumpe MK2. Haben wir vielleicht schon eine K3er gehabt? Meine Nutzwasserpumpe wurde, glaube ich, geklaut. Die hat sich ja irgendein Mod geklaut hier. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich vergesse jedes Mal, auf welcher Mod das war. Dytech, hat der das geklaut? Nee. Bobs Materialien. Bobs Flüssigkeitsprodukte. Zwischenprodukte. Sag mal, bin ich blöd? Welcher Mod hatte das geklaut? Irgendwo war doch diese richtige Pumpe. Na gut, wir brauchen eh die Flüssigkeitshantiervorrichtung, denn daher ist es eh irrelevant. Wobei das Ding hier schneller verbraucht wird. Wenn das hier schneller befüllt werden würde, würde das vielleicht besser gehen. Wäre doch eine interessante Idee, da die MK irgendwas zu machen. Aber wo ist denn die hin? In Logistik natürlich nicht, ist klar. Dytech Greifarme Produktion. Eigentlich wäre das ja Wasserproduktion, aber irgendein Mod hat den geklaut. Dytech. Ah, Dytech hat den bestimmt geklaut. Aber wo ist das jetzt? Da. Na endlich, bei Energie. Okay, wir können den Dreier bauen. Okay. Da brauche ich aber auch wieder Bronze, sehe ich das richtig? So, ich baue es einfach mal ab. Haha. Bauen wir mal den Dreier. So, mein Freund. Schmutzwasser. Wieso so wenig? Ach so. Warum zeigt er da so wenig an? Kann das sein, dass der zwar viel mehr rausholt, aber das hier generell trotzdem zu langsam ist? Nee, 1K. Ach, wir haben wieder Tag. Wir haben wieder Tag. Okay. Ja. Sauberes Wasser schwankt jetzt trotzdem wieder hin und her wie sonst was. Na gut. Okay. Wir haben alles. Alles, was wir brauchen. So, das heißt, wir hinten können wir jetzt echt mal schauen, ob jetzt wieder die Schaltkreise produziert werden. Ja, werden sie. Haben wir hier eigentlich irgendwo, ja. Wir haben hier einen Flaschenhals und zwar an der Stelle. Das heißt, hier bauen wir mal ein bisschen mehr. Uns fehlt aber ein Haufen Zeug und zwar einfach nur Kupfer fehlt uns. Ja, wir haben ja gerade das ganze Kupfer weggemacht. Ach, weil ich diese anderen Dinger bauen wollte. Muss ich nachher wiederholen. Okay. Kupfer, ich möchte ein bisschen Kupfer haben. Da. Eigentlich könnte ich mir Kupfer auch anliefern lassen. Eine sehr gute Idee. An passive Anbieterkiste. Da kommt die da rein. Die dürfte aber in Range sein. Das finde ich gut. Und dann könnte ich vielleicht das mal ein bisschen ausbauen. Wasserbohrung braucht eh gerade Ewigkeiten. Das heißt, ich könnte hier mein Toolbell im Werkzeuggürtel. Ah, nee. Das ist Transport. Hier, Spielerlogistik. Das würde ich gerne ein bisschen erforschen. Okay. Also das wird immer voller. Vor allem haben wir wieder einen Haufen Leichen einstecken. Das hier. Klack. Und dann lasse ich mir das einfach anliefern. Kupfer und Dings können wir uns alles anliefern lassen. So. Dann hier haben wir das kleine Problem. Erstmal werde ich daraus schnellere machen. Und vielleicht noch ein drittes hinpappen. Kupfer ist genug da. Die Maschinen sind halt so langsam. Warum habe ich eigentlich nicht hier angefangen, das zu bauen? Komisch. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Ich weiß es einfach nicht. So, ich hoffe mal. Also, ich muss noch darauf eingehen, was zum Beispiel die 12 angeht. Also nicht 12, sondern doch die Version 12 angeht. Ich kann nicht updaten. Ich glaube, das wird auch nie funktionieren, weil ich diese ganzen Mods, dann fehlen so viele Mods dafür, die ich wahrscheinlich auch schon verbaut habe und vielleicht nicht verbaut habe. Und da hat man echt ein großes Problem. Also da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das lösen soll. Also ich kann jetzt hier noch wochenlang auf der alten Version rumspielen. Ich würde aber schon irgendwann gerne mal auf die neue dann drauf. Und das wird echt ein bisschen schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Das wird genauso das mit dem Multiplayer Together. Da haben wir ja das gleiche Problem eigentlich im Prinzip, dass wir einfach da jetzt nicht das Modpack ändern können. Hätten wir einfach gesagt, komm, wir spielen jetzt nur mit Dytech oder wir spielen jetzt nur mit Yooki oder so, dann wäre das kein Problem. Weil dann hätten wir gewartet, okay, bis sie es geupdatet haben, das wäre dann alles in Ordnung gewesen und dann wäre fertig gewesen. Aber nein, wir spielen ja hier so ein komisches ganzes Pack. Ach ja. So. Schnelle Knickarme, das wäre jetzt sehr schön.
noch mal eine Anlage mehr. Die sind auch ein bisschen schneller hier, die die Anlagen. Ach, die können ich schnell genug auslagern. Das ist aber auch kein Problem. So, du machst hier vorne. Und du machst dann nach hinten. Da kriegt man doch schon auch schnelle Knickarme. Kurze, schnelle. Schnelle, lange, kleine Greifarme. Schneller, langer, kleiner Greifarm für innere Förderbandseite. Okay. Schneller, langer. Schneller, langer. Ich will einen normalen schnellen haben. Der nach außen greift. Nee, nach innen. Henna eben. Der, ach so, die greifen beide nach innen. Ach nee, ah, weil das so sein muss. Sonst... Dam, 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 dam. Das muss ja so sein. Ich glaube, ich werde das anders machen. Wir werden das so rum machen. Okay, die Platten brauchen wir eh nichts für nichts anderes momentan. Und dann machen wir hier noch schnelle große hin, beziehungsweise erstmal nur große. Langer Greifarm, langer... Das sind die ganz normalen langen Greifarme. Alter, man hat einfach zu viele davon. Langer Greifarm für Inneres. Kleiner langer Greifarm. Großer Knickarm. Den wollte ich haben. So, dann bauen wir das erstmal so. Im Prinzip... Ich habe immer hier freigelassen, weil ich nicht genau wusste, ob hier länger wird oder nicht länger wird. Echt totaler Schwachsinn. Also nicht direkt Schwachsinn, aber... Ich werde das hier abändern. So, wo haben wir denn jetzt? Da. Einfach direkt hier hin. Das passt schon. So, raus und rein. Und der stellt jetzt diese... Ah ne, die sind ja... Ach, geht nicht. Ich dachte, ich kann es noch reinkopieren, deswegen habe ich es nämlich von uns kopiert gerade noch. Aber es geht nicht. So, die Dinger hat er hergestellt. Okay. So, die sollte jetzt eigentlich kein Problem darstellen. Ich brauche bloß noch die langen Knickarme. Klick, klick und klick. Und vielleicht sollte ich den Strom noch wieder verbinden. So. Ja, die sind zu langsam, habe ich das Gefühl. Und die schnellen Knickarme hier, Fließbänder, da ist es egal. Das kann theoretisch sogar doppelseitig sein. Dass die dann nach innen knicken. Ich brauche, glaube ich, richtig, ich brauche schnellere große Knickarme. Es gibt ja schnelle große Knickarme. Hier zum Beispiel. Haben wir es in Fast Far Inserter. Das ist doch sowas. Ah, ne, Inserter ist das ja. Können die auch greifen? Mal gucken. Ja. Können auch greifen. Fast Far Inserter. 1, 2 baue ich noch. Sehr schön. Ah, okay. Die bauen jetzt diese normalen noch hinterher. Naja, okay. Okay, du gehst dahin, du gehst dahin. Und der letzte geht dahin. So, das. Und was sehen wir dabei? Oder was, ja, was sehen wir daran? Es fehlt einfach ein bisschen, oder? Nee, perfekt. Der kann ich ausladen. Aha, okay. Also machen wir hier einen Fast Near Inserter rein. Mal hier mal schnell wegmachen. Schneller Knickarm, kurzer, schneller Knickarm. Ich will aber diesen Inserter haben. Near Inserter haben wir da. Da haben wir ihn. Okay. Ja, Leute, das geht doch schon ganz gut. So. Ja, die Frage ist eigentlich, ich hab leider kein Mittel. Ich habe kein Fast-Mittel-Inserter. Von daher muss ich es leider so machen. So. Sehr schön. Aber gut, dass jetzt hier quasi die auch schön arbeiten. Genau, das läuft ganz gut. Die laufen gut. Die hier oben laufen gut. Und hier haben wir jetzt genug Schaltkreise. Vor allem hier auch welche im Angebot. Perfekt. Und diese Knickarme hier sind auch gut im Angebot. Die fliegen rum, weil sie nichts mehr hinzusetzen haben. Okay. Das Problem ist nur, die blockieren dann irgendwann. Und jetzt bin ich am Überlegen, woran liegt das? Weil hier 4000... Hier werden 4000 angefordert. Okay, das sind 4000. Dann haben wir noch 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also können das 4800 sein.
Aber die Kiste ist dann trotzdem irgendwann voll. Und dann hat man ein kleines Problem. Weil die dann irgendwann das abbauen wollen. Die wollen das irgendwann abbauen. Dann fliegen sie bloß dumm in der Luft rum. Und was macht man dann? Aber ich glaube so... Gut. Es waren sehr viele gerade in der Luft. So. Das Problem ist, der sagt jetzt, okay, jetzt liefern wir noch 240 an. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon die mitzählt, die quasi schon unterwegs sind. Alter, wie viel das ist. Das ist nämlich immer ein bisschen blöd, wenn die dann hängen bleiben. Aber Holz haben wir ja jetzt wirklich mehr als genug. Es war ja auch damit eigentlich mal geplant, mit Holz das ganze Zeug anzufeuern. Hier, das Ding. Was momentan sogar tatsächlich läuft. Nice. Das bisschen, hat die Pumpe jetzt ihr Dienst da getan, diese Pumpe hier. Tut die jetzt ihr Dienst, dass es so schön schnell geht. Außerdem habe ich jetzt die nächsten Pumpen erforscht, die waren hier bei Energien. Kleine Pumpe MK3. Mal kleine Pumpe MK3, das sind ja nur Pumpen hier. Was ist denn die kleine Pumpe MK3? Keine Ahnung. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, tatsächlich. Der ist schön prall gefüllt. Nur durch dieses Ding hier. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Wie sieht's hier aus? 142 sind hier drinne und 44 sind verbraten. Oh, okay, das läuft. Das läuft super mega. Mega super. Die Leistung von dem ist noch nicht mal ausgeschöpft, weil jetzt schon wieder Tag wird. Wir könnten eigentlich noch so ein Ding bauen und das locker dran machen. Weil ich glaube, nachts sind wir immer noch nicht ganz ausgelastet. Also... Da also nicht haben. Ja, stoßen wir an unsere Grenzen wahrscheinlich noch. Müssen wir mal schauen nachher. Später. Wir sind eigentlich schon wieder locker drüber. Ich wollte hier noch schnell gucken, das Ergebnis anschauen. Machen wir mal so hier, das nervt mich ein bisschen. Okay. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So. Perfekt. Ja, das läuft richtig gut sogar. Wir schauen mal kurz, wie das mit der Forschung aussieht, weil das geht sau zu lange, aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass wir einfach, ja. Man braucht ja bloß die zwei, ne? Ja, 160 Mal. Also es ist alles da, die arbeiten auch komplett alle. Vielleicht sollte ich hier echt noch mehr hinbauen. Schon krass, wie lange das dauert. Und jetzt bringe ich noch ein paar Leichen weg. Ich habe nämlich wieder Tausende einstecken und der Spielerlogistik ist auch bald fertig. Sehr schön. Okay. Ah, die sind aber wirklich alle abgearbeitet worden. Nice. Der hat echt alle abgearbeitet, die ich letztens hier reingetan habe. War ja nicht gerade wenig, ne? Die ich reingeschmissen habe. Kleine Alien-Artefakte. Die kommen auch noch mit rein. So. Dann gucken wir uns das hier an. Oh, schön da. Da fängt schon an zu arbeiten. Sehr gut. Schön, schön, schön. Immer schön macht uns einen Haufen Knochen und Chitin und was auch immer. Das ist so krass. 135 Alien-Artefakte. Und die Mauern werden auch übrigens immer noch mehr. Ah, ich sollte vielleicht langsam anfangen, die hier zu machen. Dass wir hier mal Schwefel und sowas hinkriegen. Das Problem, also noch haben wir keine von diesen Leichen. Noch haben wir echt nur diese kleinen Sachen. Kleinere, mittlere und so. Krass. Oh, Spielerlogistik-Inventar ist fertig. Sehr schön. Nice, nice, nice. Ich könnte den dritten könnte ich noch machen. Den Roboter-Speed werde ich, glaube ich, erstmal machen. Roboter-Transportmenge vor allem. Der kann bis 1 tragen bis jetzt. Nee, das müssen wir noch ändern. Oh, Berserker-Beißer-Leiche ist jetzt schon da. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen langsam wirklich da mit der Säure arbeiten. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge uns über diese ganze Schwefelsäure kümmern, damit wir das ja alles schön angeschlossen bekommen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sidups Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.